So, diesmal Delegates mit dem Thema Link. Ich habe in einem anderen Video kurz gesagt, Link ist eine tolle Sache und da werden Delegates auch sehr viel verwendet. Wobei, jetzt als Disclaimer, Link gibt es in zwei Arten, einmal mit der Lambda-Expression und einmal mit der Link-Syntax. Die Delegates sind hauptsächlich in der Link-Syntax, in der Lambda-Expression-Syntax vorhanden. Daher kommen auch die ganzen anonymen Delegates und daher kommt auch die Lambda-Expression. So, also in diesem Video ganz kurz, wie funktioniert Link, was gibt es da alles und wie haben Delegates damit zu tun? Also, Link ist die Language Integrated Query. Wurde mit .NET 3.5, glaube ich so, mit C# 3 in die Sprache mit aufgenommen, hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist aber immer noch eines der genialsten Features überhaupt in C#. Und zwar alles, was irgendwie ein Enumerable ist, also jede Art von Collection, jede Art von Array etc., kann jetzt gefiltert, gesucht und was weiß ich was alles werden. Also Language Integrated Query, also in der Sprache integrierte Abfragesprache sozusagen. Und jetzt ein kleines Beispiel. Also machen wir ein String Array mit Ingredients. Ist gleich New String Array und da geben wir rein, keine Ahnung, Butter, Mehl, Zucker, was weiß ich, Brot von mir aus. Gut. Und jetzt, was hat das mit Delegates zu tun oder mit etwas anderem? Ich möchte zum Beispiel alles, was mit B anfängt. Wie würden wir das klassischerweise machen? Ich mache mir eine Liste, gehe die Ingredients alle durch und sage, okay, wenn es mit B beginnt, dann nehme ich sie in die Liste auf. Mit Link geht das entsprechend einfacher. Und zwar kann ich sagen, okay, var filtert ist gleich Ingredients. Punkt. Und jetzt sehe ich hier die Link-Methoden noch nicht. Die sehe ich nicht, weil Link ist mittels Extension Methods implementiert. Da gibt es ein anderes Video dazu, zu Extension Methods, wie man das selber macht. Und dazu brauchen wir den Namespace, um using System.link. In diesem Namespace sind die Extension Methods implementiert und dadurch kann ich jetzt die Link-Methoden verwenden. Ich habe jetzt sehr viel mehr Methoden hier. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, where. Und jetzt geht's los. Where ist nämlich folgendes. Where will haben. Eine Func, die einen String bekommt. Warum einen String? Weil wir hier ein String Array haben und einen Bool liefert. Also wir übergeben hier ein Prädikat, das Sie hätten auch nehmen können, das Prädikat anstatt der Func in diesem Fall, aber ist halt so. Und das ist das Delegate, das heißt, wie gefiltert wird, müssen wir hier mitgeben. Als Delegate. Wir haben in einem anderen Video ja kurz das Filtern gezeigt, wie man sowas implementieren würde. Und hier ist es genauso oder so in der Art implementiert. Also, wir brauchen ein Delegate, das einen String bekommt, s und einen Bool liefert. Zum Beispiel s.startsWith b. Und jetzt macht diese Methode folgendes, sie geht jedes Element hier durch in den Ingredients und prüft zu jedem Element, s nimmt sozusagen jeden Wert hier an, diesen. Diese Methode hier, die ich hier implementiert habe, die wird aufgerufen und dann wird geprüft, ob das entsprechende Element mit B beginnt und wenn das der Fall ist, dann wird es in die Ergebnisliste mit zurückgegeben und ansonsten einfach nicht. Das heißt, filtert hat nun alle Elemente, die mit B starten. Da gibt es aber auch noch viele andere Methoden. Ich kann zum Beispiel sagen, amount with I ist gleich ingredients. Ingredients.count zähle und count kann ich einfach so aufrufen oder wir haben hier einen zweiten Parameter oder einen zweiten Overload, wo ich wieder eine Func mitgebe, also wieder ein Delegate. Welche sollen gezählt werden? Und jetzt sage ich, okay, für alle Elemente nur die ein E enthalten, contains E. Ja, wir können uns gut vorstellen, wie dieses Count implementiert ist. Wie würden wir es implementieren, wenn wir es manuell machen? Wir würden sagen, okay, machen wir Count with I
dann würden wir einfach die ein String Array übergeben, data, ingredients. So, also wir werden eine Methode haben, die liefert einen Integer, heißt count with i und würde hier ein String Array data übergeben. Gut, und dann würden wir nichts anderes machen wie end amount ist gleich 0 und jedes Element durchgehen for each string item in data if item contains i, dann amount plus plus, die Anzahl erhöhen, wir haben es gefunden, return amount. Ja, und im Endeffekt wird diese Methode count ja auch sehr, sehr ähnlich zu unserer Implementierung aussehen. Nur ein bisschen generischer eben, nämlich die Implementierung, was gezählt werden soll, geben wir einfach als Delegate mit. Das heißt, die Daten bekommt er einerseits und auf der anderen Seite, was hier in das if rein soll, das Delegate. Das haben wir in einem anderen Video schon gesehen, wie das geht. Aber das wäre sozusagen, wie diese Count-Methode implementiert ist. Und die gibt es halt fix fertig, wo man solche Teile dann machen kann. Man kann hier nicht nur mit Integer oder String arbeiten, sondern auch mit komplexen Objekten. Ja, ich kann hier sagen, okay, Class Person, Public String First Name und Public String Last Name. Zwei Eigenschaften einfach mal. Und dann kann ich hier genauso ein Person Array anlegen. Jetzt gleich New Person Array. Und da gebe ich jetzt mal rein New Person mit First Name gleich Max, Last Name gleich Muster und eine zweite Person mit First Name gleich Susi und Last Name gleich Müller. Und jetzt kann ich genauso sagen people.where. Für die Person hätte ich gern p-Punkt. Ja, und jetzt kann ich hier sagen, okay, keine Ahnung, First Name gleich Max. Ja, dann bekomme ich nur alle, die Max als Vornamen haben. Wenn ich sie wieder als Array gern hätte, dann kann ich sie einfach sagen to Array und habe hier ein Person Array all Maxis. Also, nur ein kurzer Ausblick zu Link. Nur kurz deswegen, weil hier natürlich nicht alle Aspekte von Link betrachtet werden, aber was wir hier sehen, ist der Einsatz von Delegates und in dem Fall als anonym implementierte Methode. Man könnte sie auch nicht anonym implementieren. Wir wissen inzwischen, das Delegate hier ist eine Func, die in diesem Fall eine Person bekommt und einen Bool liefert, also eine Methode, die diese Signatur hat, kann auch hier einfach übergeben werden. Und dann wird die Methode aufgerufen. Wieder ein Beispiel, wie Delegates gut funktionieren. Nochmal die Empfehlung, seht euch Link an. Link ist genial. Es hat nur zum Thema Laufzeitkomplexität auch seine Fallstricken. Da muss man aufpassen. Genial und die Fallstricken sind vor allem dann, wenn man entsprechende Kombinationen macht oder sagt, okay, dann mache ich ja eh gar keine Schleife. Ich rufe ja nur eine Methode auf, IPAE. Und in Wahrheit wird da ständig was gemacht. Einen Hinweis und dann könnt ihr überlegen und eure Überlegungen in die Kommentare schreiben, was wäre, wenn ich people.where p first name gleich max schreibe und dann nochmal where p Pfeilchen p.last name gleich muster und dann sagt count. Und was wäre der Unterschied, wenn ich das gleich mit und verbinde? In diesem Sinne mal überlegen und schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.